In diesem Video geht es um die Beschreibung von Netzwerkstrukturen, also einfach um ein paar Begrifflichkeiten, die man wissen muss, wenn man über elektrische Netzwerke spricht. Und die Begriffe, die dabei geklärt werden sollen, sind der Knoten, wobei man unterscheiden kann zwischen einem echten Knoten und einem unechten Knoten. Der nächste Begriff ist Zweig. Und dann gibt es in so einem Netzwerk noch Maschen, einen Graph und einen sogenannten vollständigen Baum. So, und diese Begriffe lassen sich am besten an einem Beispiel erklären. Zum Beispiel an folgendem Netzwerk, also mit einer Spannungsquelle und drei Widerständen. Das ist der erste, das ist der zweite Widerstand, das ist der dritte Widerstand und hier könnte zum Beispiel noch eine Spannungsquelle sein. Und an diesen Stellen ist das Ganze verbunden. Und jetzt könnte man diese Quellen und diese Widerstände noch bezeichnen. Das ist jetzt aber, ja, um die Struktur dieses Netzwerkes zu beschreiben, erstmal gar nicht so wichtig. So, dann fangen wir mal an. Was ist ein Knoten? Und zwar, was ist ein echter Knoten? Der wird mal in blau markiert. Ein echter Knoten ist eine Verbindung von mindestens drei Zweigen. Jetzt müsste man natürlich erstmal wissen, was ein Zweig ist, aber na gut, also nehmen wir es erstmal so hin, eine Verbindung von mindestens drei Zweigen und an einem echten Knoten tritt eine Stromverzweigung auf. Jetzt können wir mal gucken, wo das in diesem Netzwerk der Fall ist. Also an dieser Stelle hier, das ist ein echter Knoten und das hier unten ist noch ein echter Knoten. So, und an den unechten Knoten, die werden hier mal in grün markiert. An einem unechten Knoten sind eben nur zwei und genau zwei Zweige miteinander verbunden. Und ja, wenn nur zwei Zweige miteinander verbunden sind, dann findet dementsprechend keine Stromverzweigung statt. Und das wäre hier der Fall und das wäre hier der Fall. So, das wäre nicht hier unten und auch nicht auf dieser Seite der Fall, weil das ist ja gar kein richtiger Knoten, weil das hier eben ist kein Zweig, also hier ist ja kein Element dazwischen. So, damit kommen wir auch gleich zu dem Punkt, was ist ein Zweig? Zweige markiere ich mal in rot. Also was ist ein Zweig? Ein Zweig ist eine elektrische Verbindung zwischen zwei Knoten und ein Zweig enthält mindestens ein Netzwerkelement. Also wäre das hier ein Zweig und das hier wäre ein Zweig und das hier wäre ein Zweig und genauso wäre diese Quelle hier wenn wir das bis zu diesem Knoten zeichnen und diese Quelle hier, das wären genauso Zweige. So, was ist nun eine Masche? Da dieses Netzwerk jetzt schon ziemlich voll von Farben ist, mache ich die Zweige zumindest erstmal wieder weg und nehme mal jetzt, um Maschen zu kennzeichnen, diesen dicken gelben Strich. So, was ist jetzt eine Masche? Eine Masche ist ein geschlossener Umlauf in einem Netzwerk. Also wir fangen an irgendeinem Punkt an und kommen wieder an diesem Punkt an. Und die Masche läuft entlang von Zweigen. Also wäre zum Beispiel das hier eine Masche. Wir haben an diesem Punkt hier oben angefangen und sind entlang von diesem Zweig gelaufen und entlang von diesem Zweig und entlang von diesem Zweig und sind wieder hier oben an dem Punkt angekommen. Also das wäre eine Masche. Genauso wäre das große hier außenrum. Das wäre auch eine Masche. Oder wir fangen an diesem Punkt an und laufen hier lang und hier lang und hier lang. Das wäre auch eine Masche. Und ja, streng genommen wäre auch, wenn wir hier lang laufen und hier lang und hier lang und hier wieder runter und hier lang und hier lang und hier lang und nochmal hier außen rum und nochmal hier außen rum und nochmal hier außen rum und wir kommen wieder an unserem Ursprungspunkt an. Auch das wäre eine Masche.
ein geschlossener Umlauf entlang von Zweigen in diesem Netzwerk. Das wäre jetzt vielleicht sicherlich nicht die einfachste Masche, die man sich denken kann, aber es wäre eine Masche. So, der nächste Begriff, den es zu klären gibt, ist, was ist der Graph? Das spare ich mir jetzt mal, das hier einzuzeichnen. Der Graph ist einfach die Menge von allen Zweigen und von allen Knoten in diesem Netzwerk. Also sozusagen der Streckenkomplex von diesem Netzwerk, das, was eben überbleiben würde, wenn man sich jetzt alle Widerstände und alle Quellen und alle Bauelemente wegdenkt. Also wenn wir diesen Graph mal hier drunter zeichnen würden, dann wäre sozusagen das hier der Graph von diesem Netzwerk. So, und der letzte Begriff, den es zu klären gibt, ist ein vollständiger Baum. Dieser vollständige Baum ist jetzt eine Teilmenge von diesem Graphen. Und zwar genau so, dass alle Knoten miteinander verbunden sind, ohne dass es einen geschlossenen Umlauf gibt. Diesen Graph zeichne ich mal in lila hier ein. Also eine Verbindung von allen Knoten, ohne dass es einen geschlossenen Umlauf gibt. Die echten Knoten, und zwar von den echten Knoten. Also der eine echte Knoten ist hier, der andere echte Knoten ist da unten. Die einfachste Verbindung zwischen den beiden, ohne dass es einen geschlossenen Umlauf gibt, wäre jetzt das hier. Das wäre ein vollständiger Baum in diesem Netzwerk. Genauso wäre auch, wenn wir hier lang laufen und hier lang laufen und hier lang laufen, das wäre auch ein vollständiger Baum in diesem Netzwerk. Und genauso wäre das hier außenrum auch ein vollständiger Baum in diesem Netzwerk. Also es gäbe in diesem Netzwerk und es gibt in jedem Netzwerk meistens mehrere vollständige Bäume. Ich zeichne mal wieder den einfachsten ein, den es hier gibt. So, was ist jetzt der Sinn und Zweck von diesem vollständigen Baum? Wenn man dieses Netzwerk berechnen will, dann muss man dafür ein entsprechendes Gleichungssystem aufstellen. Und dieses Gleichungssystem, damit es lösbar ist, muss aus linear unabhängigen Gleichungen bestehen. Also in diesem Fall zum Beispiel, wenn wir dieses Netzwerk hier beschreiben oder berechnen wollen, dann gäbe es hier drei unbekannte Größen sozusagen. Welcher Strom fließt hier lang? Welcher Strom fließt hier in den mittleren Zweig? Und welcher Strom fließt hier in diesem Zweig? Also es gibt drei Unbekannte. Und dementsprechend, wenn man drei Unbekannte berechnen will, braucht man auch ein Gleichungssystem, im Normalfall mit drei Gleichungen. Ja, und diese drei Gleichungen ergeben sich eben aus den Knotensätzen und aus den Maschensätzen in diesem Netzwerk. Und jetzt ist die Sache, unabhängige, linear unabhängige Knotensätze zu finden, ist vergleichsweise einfach. Man nimmt die Anzahl der echten Knoten und echte Knoten gibt es eben diesen hier und diesen hier. Das sind zwei und die Anzahl der Knoten minus 1 ergibt die Anzahl der unabhängigen Knotengleichungen. Also in diesem Netzwerk würde es eine unabhängige Knotengleichung geben und dementsprechend brauchen wir zwei Maschengleichungen. Und um diese unabhängigen, um jetzt Maschengleichungen zu finden, also wir haben ja festgestellt, Maschen kann man letztendlich beliebig viele hier einzeichnen, aber um eben Maschen zu finden, die am Ende auf linear unabhängige Maschengleichungen zu führen, bietet sich die Methode mit diesem vollständigen Baum an. Und zwar, wenn man jetzt diesen vollständigen Baum über die verbleibenden Zweige schließt, ich deute das mal hier mit dieser hellblauen Linie an, also wenn wir jetzt den vollständigen Baum über diesen Zweig schließen, dann ergibt sich eine Masche, also ein Maschensatz, zum Beispiel in diesem Umlaufsinn. Und wenn wir diesen vollständigen Baum über den anderen verbleibenden Zweig schließen, dann ergibt sich eine zweite Masche. Hier zum Beispiel in diesem Umlaufsinn. So, und über diese Methode des vollständigen Baumes ist jetzt sichergestellt, dass diese beiden Maschen, die wir hier angezeichnet haben, diese hier links und diese hier rechts, dass diese beiden Maschen zu linear unabhängigen Maschen setzen und damit zu einem lösbaren Gleichungssystem führen.